Jungs, ich bin der Graf und ich habe es geschafft, mir nach einer Erkältung direkt einen Schnupfen zu holen. Und deswegen würde ich auch direkt mal sagen, Jungs, wir sehen uns nach dem Intro, meine lieben Freunde. Dick! Jungs, das ist behindert, ne? Nico, bist du ein Hurensohn? Warum lädst du nicht mehr Sachen hoch? Nico ist krank, Junge, was versteht man daran nicht? Videoaufnahme in 3, 2, 1, klack! Ich hab einen Knopf verfehlt, glaube ich. Das Spiel ist eingefroren. Toll! Wunderbar, Nico. Halt, stopp! Jetzt reicht es! Das stehe ich überhaupt nicht drauf. Jungs, ich bin schon wieder krank. Ich weiß nicht, wie es möglich ist. Ich saß hier immer noch, erhol mich, deswegen sitze ich auch mit so einem bescheuerten Schal, von dem mir alle sagen, dass er nicht passt. Aber hey, wir haben nur mal Eier und deswegen zeigen wir die in Form dieses Schals. Das macht keinen Sinn. Aber okay. Und ja, jetzt spielen wir Five Nights at Freddy's mit unserem neu gefundenen Selbstbewusstsein. Schaffen wir diese verdammte Nacht 3. An der Stelle einen wunderschönen Gruß an den lieben iKeen123. Er hat mir gesagt, ich bin sein Lieblings-YouTuber und zwar ins Gesicht. Hat bis jetzt noch keiner gemacht, auch wenn es vielleicht von manche von euch denken würden. Ich möchte euch daran erinnern, ich bin auch nur ein Mensch. Ich freue mich auch über solche Dinge. Ne? Deswegen, iKeen, du bist der Beste. Der Rest von euch natürlich auch. Ist alles gut. Und heute Nacht 3. Verdammt nochmal, ich habe ein paar Tipps bekommen, ich gebe es zu, ja? Und erstmal, ey, wunderbar. Junge, ich sehe aus wie so ein, mit so einem Schal sehe ich aus wie hier so ein türkischer Kavallerist aus dem Ersten Weltkrieg. So, jetzt machen wir erstmal, ich habe hier drunter noch so ein langes Hemd an. Mir ist gerade ein bisschen warm, weil ich die Heizung angestellt habe. Ich würde mal sagen, lassen wir den Typ mal ein bisschen labern. Ich erhole jetzt gerade mal meine Stimme, ne? Hallo, hallo. Ich dachte, du hättest keine Probleme. Okay, alles klar. Hier ist wieder einer, oder? Ist hier jemand? Hallo? Hi, du bist wieder da. Dann winkeln wir doch mal so ein bisschen, ne? Denke ich mal, gucken wir mal so. Und dann mache ich mal ganz schnell hier auf und drehe mal ein bisschen. Ich teste jetzt mal die Limits, die wir hier so haben. Okay, du bist weg. Entweder jumpscarest du mich jetzt oder alles ist tutti frutti manuti. Alles klar. Kannst du mal die Backen halten? Junge, was ist los mit dir? Ich bin ein Spacken und ich habe ganz viel zu erzählen. Und ich setze auch keinen Punkt, weil ich dir nämlich auch alles erzählen möchte. Junge, jetzt halt dein Hi! Wie geht's dir? Geht's dir gut? Mir geht's super gut. Hast wieder 10 Kilo drauf oder sind's diesmal 10,5? Ich hab keine Ahnung. Hast du so einen Mini-Handel gefunden? So ein Schoko-Crispy, so in Kreisform, den hast du dann mit auf die Handel draufgepackt. Hast du aber eine kleine Handel, ne? Oder ist das hier so ein Shake-Weight? Trainierst du ordentlich, den hier zu machen? Oh! Alles in mein Gesicht! Oh. Irgendwas passiert. Irgendwas passiert gerade. Ich höre Geräusche, aber es ist keiner da. Das erscheint mir nicht als positiv. Dürfte ich fragen, was jetzt geht? Dürfte ich fragen, was jetzt geht? Dürfte ich fragen, was jetzt geht? Oh, shit, Alter. Okay, ich habe gehört, solange er da steht, ist das egal? Fragezeichen? Oder denke ich jetzt an den Falschen? Jetzt gleich fängt die Uhr auch noch an. Das ist Tutti Frutti Manuti, Tutti Frutti Manuti, Tutti Frutti Manuti, Tutti Frutti Manuti, Tutti Frutti Manuti. Ich mach einfach den. Ist mir egal. Verpiss dich. Hab keinen Bock auf dich. Alles klar. Ist das schlimm, dass der da steht? Mag mir da jemand sagen? Oh shit. Oh shit. Das wird. Hi. Nico, ich hab 10 Kilo. Oh wow. Wunderbar. Ist ja auch ein Shake Weight. Oh, Junge, die sind im Lüftungsschacht. Die sind überall. Verpiss dich. Scheiße. Okay, keiner da. Keiner da. Keiner da. Alles gut. Alles gut. Wir schaffen's. Nach 3, liebe Freunde. Und noch viel mehr würde ich machen, wenn ich der Graf von YouTube wäre. Halt bloß deine Backen. Heißt das was, wenn die lachen? Was heißt das, wenn die lachen? Was heißt das, wenn die lachen? Was heißt das, wenn die lachen? Warum bin ich so überbelichtet? Vielleicht, weil der Spacken mit seiner scheiß Hand... Oh! Oh! Oh, war das ein Reflex! Werde ich jetzt gefickt? Ich hab Gänsehaut! Mein Hals kratzt! Ich werde nicht gefickt!
Oh mein Gott, Junge, ich werde nicht gefickt. Du bist jetzt hier. Fucking Balloon Boy! Der Balloon Bär! Boah, oh, ich hab mein... Oh, ich sterbe. Oh, verfickte Scheiße. Oh, Jungs, ich schwör's euch. Ich saß hier so, hab meinen Fuß voll nach oben gehauen. Oh, Jungs, scheiße. Vielleicht klingelt meine Nachbarin und sagt, Mina, ist bei Ihnen alles in Ordnung? Ja, aber, au, oh, nein, scheiße, mein Knie tut weh. Ich bin auf das Pfannenboot gerutscht und jetzt tut mein Arm voll weh. Du Arme, ich rufe gleich den Notarzt an. Hallo, ich bin Dr. Pflaster. Was hat der Alter gesagt? Ich bin das Härteste vom Härtesten. Also würde ich mal sagen, ne, Jungs, ich habe keine Ahnung, was ich gerade hier erzähle, aber ich mache einfach weiter. Ne? Ich würde mal sagen, weil der Typ gerade nicht labert, meine Nase läuft. Hello! Hello, hello! Could you f***ing leave me alone? Alles klar, ich finde es faszinierend, dass meine Nachbarin das tatsächlich nicht hört. Die hört nur Basstöne, das heißt nur, wenn ich Gitarre spiele. Und ich rede jedes Mal mit meiner Nachbarin, ne? Auch wenn wir gar keinen Stress mehr haben und noch viel mehr. Ich will Stress haben, wenn ich der König von Deutschland wäre. Ich habe keine Ahnung. Und davon zu viel. Mich verwundert, dass ich wenigstens halbwegs die Töne treffe. Denn eigentlich bin ich immer noch erkältet. Und habe jetzt einen Schnupfen. Und mein Knie tut weh. Und ich weiß gar nicht warum. Alles klar. Wunderbar. Oh, verdammt nochmal. Jungs, ich laber heute so einen Müll. Das ist verdammt nochmal unglaublich. Ich sitze hier einfach nur, laber Müll. Es fällt mir alles einfach aus dem Mund. Wenn es euch gefällt, Jungs, dann schreibt mir das bitte in den Kommentaren. Ja, wie ich es eben gesagt habe, ich bin auch nur ein Mensch. Komplimente sind, wie wir es beim letzten Mal gesagt, tutti frutti manuti. Genau, das sind Komplimente. Ich habe keine Ahnung, was ich hier sammle. Komplimente sind immer toll. Komplimente hört man gern, denn die hört man so selten. Denn die Menschen sind schüchtern und denken, wenn man jemandem ein Kompliment gibt, dann ist das so, wie wenn man jemanden mit der Sprache rapen würde. Auch wenn dem nicht so ist. Was zur Hölle laber ich? Was? Kann das sein, dass alle Cams völlig uninteressant sind? Bis auf... Ja, pass mal auf. Da steht jetzt wieder Mr. Shakeweight. Oder Mrs. Shay, ist es eine Frau oder ein Mann? Ich weiß es nicht. Junge, du bist instant verschwunden. Du bist instant verschwunden. Du bist instant verschwunden. Warum ist das Geräusch an? Warum ist das Geräusch an? Das hatten wir eben schon mal. Und nichts ist passiert. Kann ich das Ding nicht überdrehen? So lange, bis das Ding abbricht? Oder kann ich da so einen kleinen Generator dran machen? So einen Eischkäse-Generator... Was? Alles klar, Nico. Der dreht sich einfach unendlich lang. Der dreht das Ding einfach auf. Ich habe gerade so eine Drehbewegung mit der Hand gemacht, aber das könnt ihr nicht sehen, weil meine Hand unterhalb des Tisches ist. Vielleicht soll ich mir aufhören, so viel mit der Taschenlampe hier rumzuwedeln. Aber es läuft gerade eigentlich ganz gut mit der Taschenlampe und ich meine dem Strom. Hi, Mr. Shakeweight. Verpiss dich. Ich mach gerade mal so. Hi. Silberhai. Kleines Affenkind. Reagieren. Okay, keiner da. Ihr seid jetzt ja, wunderbar. Junge, Double Teaming hier schon wieder. Tag Team Action. Und noch viel mehr. Oh, Mrs. Shakeweight ist schon wieder da, Alter. Verdammt nochmal. Boah, das war sehr schlecht reagiert. Oh, das war sehr schlecht reagiert. Junge, sag jetzt kein Wort. Vielleicht hört ihr uns nicht. Verfickte Scheiße! Ich will doch nur nach 3 beenden! Schön auf. Was hat mich jetzt gerade umgebracht? Ist wieder eine aus dem Lüftungsschacht raus. Und die hat mich erschrocken. Hab zu spät reagiert. Das heißt, gibt es ein Alarmgeräusch, wenn die aus dem Lüftungsschacht kurz davor sind, da rauszukommen? Aber Mrs. Shakeweight ist hier. Ja, wie sie halt sonst auch immer, ne? Kannst du die einfach mal verpissen?
Bin ich der einzige blöde Penner, der hier drinnen sitzt, den du mit deinem Shake-Wake vergewaltigen kannst? Deine Mutter stinkt nach Käse. Lass mich einfach in Ruhe. Die wohnt schon wieder im Lüftungsschacht. Alle Scheiße hier. Hi. Wie bist du denn jetzt so schnell in den Lüftungsschacht gekommen? Bist du des Wahnsinns? Ich mach jetzt mal ganz schnell hier mal wieder so. Im Normalfall tritt er danach immer... Okay, ganz schnell drehen, ganz schnell drehen, ganz schnell drehen, ganz schnell drehen. Jetzt mach ich gerade einfach mal den hier. Denn ich glaube, ich habe gerade was aus dem Lüftungsschacht gehört. Bin mir aber unsicher. Jetzt muss ich hier ganz schnell wieder den machen. Weil das Spiel hat ein fucking Dickback ist. Ich hab was gehört. Oh mein Gott, ich hab was gehört. Ich bin mir ganz sicher, ich hab was gehört. Jetzt hab ich was gehört. Ich hör was. Eine Shake-Wait muss jetzt ignorieren. Jetzt werde ich gejumpscared. Leck mich doch am Ab. Fick dich. Alles klar, Jungs. Ich lebe noch, ich weiß nicht warum. Da ist jemand. Ich würde mal auf... Oh, hi. Du bist neu. Kann ich dich getrost ignorieren? Ich denke mal nicht. Ich mach grad einfach mal nix. Aber ich muss gleich das scheiß Ding wieder aufdrehen. Mann, das Spiel halt AIDS! Ja, fick dich, Spiel. Ja... Hol die Kinder! Oh, mein Kind! Fucking spooky! Spooky Ducky! Blung! 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 Ich bin zu langsam! Ich bleib fast stehen! Ich probiere die Children zu taken. Aber der Rape Bear funktioniert nicht mehr so gut wie früher. Ich bewege mich kaum noch. Die Kinder rechts scheinen zu explodieren. Das Spiel ist halt Son AIDS, ne? Son AIDS. Ich hab's gesagt. Fick mal eins, Alter. Das ist nicht so eine Scheiße. Kein Bock mehr auf. So, Jungs. Verdammt nochmal. Die Krankheit kann warten. Mein Tisch sollte aber vielleicht gerade stehen. Nämlich voll weggeboxt. Die Krankheit kann warten. Jetzt gewinnen wir diesen Scheiß. Mein T-Shirt ist kaputt. Wunderbar. So wie auch irgendwie immer bei jedem Hemd mein verdammter Kragen am Arsch ist. Vielleicht soll ich mir mal neue Hemden kaufen. Oder vielleicht soll ich mal... nicht in einem Video rülpsen. Bis dann, weibliche Zuschauer. War schön, euch gekannt zu haben. Nico ist ein Schwein und ihm ist kalt am Hals. Aber das ist egal, denn er leidet für seine Abonnenten so sehr. Oder die Grafonenten hat hier irgendwann mal jemand genannt. Ne? Das klingt halt auch gar nicht nach AIDS. Und die, so, die Grafonenten. Die Grafonenten, denn die haben ein Grafophon. Mit dem rufen die immer den Grafen an, mit ihrem Grafophon. Darf ich deine Grafophonnummer haben? Grafophonnummer. Keine Ahnung. Mir hat jemand geschrieben. War das einer von euch, Jungs? Das war einer. Oh mein Gott, ich habe mich noch nie so erschrocken wie vorhin. Hat jemand gerade geschrieben. Ich weiß nicht wer. Aber zu Five Nights at Freddy's, da wird dir das Video hier ordentlich gefallen, denke ich mal. So, ich drehe einfach auf. Mein Knie tut plötzlich wieder sehr weh. Schnauze. Dass ich noch lebe. Darf ich die Spacken ignorieren, wenn die da vor mir stehen? Das war ziemlich risky. Nico, das war ziemlich risky. Das ist doch Bullshit. Ich muss doch hervorgucken.
Bin ich eigentlich so blöd, einfach so auf den Knopf zu drücken? Brauche ich beide Hände für diese scheiß Maske? Jetzt werde ich gejumpscared. Ich werde immer hier gejumpscared. Wenn einer dieser Spasten verschwindet, passiert es immer. Okay, er scheint weg zu sein. Ich mach mal ganz schnell den hier. Ich weiß nicht, wie spät es ist. Also Nico, es ist 19.55 Uhr. Das wollte ich nicht wissen. Okay, kein Licht. Und dieser Spaß, ne? Fucking Balloon Boy ist da. Alles klar. Jungs, alles klar. Ich mach jetzt einfach ganz schnell, ich mach jetzt einfach ganz schnell, ich mach jetzt einfach ganz schnell, ich mach jetzt bis zur Hälfte, bis zur Hälfte, bis zur Hälfte. Oh, das ist das dritte Mal. Das werde ich nicht überleben. Werde ich so nicht überleben. Spooky Dooky! Deine Schnauze, halt deine Schnauze, halt deine Schnauze. Wie lange ist die scheiß Nacht? Kommt mir vor wie eine Stunde! Kommt mir vor wie eine Stunde! Es ist 4 Uhr! Was? Es ist erst 4 Uhr! Du blöde Sau! Wenn du mich jetzt jumpscarest, ich bring dich um! Und deine ganze Familie! Mein Knie tut weh! Meins da ist was verstaucht! Eventuell! Okay, Lüftungsschacht ist halbwegs besetzt. Hello! Okay, du bist da. Als du das letzte Mal da warst, war nicht so schlimm. War nicht so schlimm am letzten Mal. Ich könnte... 5 Uhr. Es ist 5 Uhr. Eine Minute. Eine verdammte Minute. Ich ficke dich, wenn du mich jetzt fickst. Das macht keinen Sinn. Ich meine jetzt gerade einfach mal den. Soll ich einfach halten? Soll ich halten? Oh Jungs, ich weiß nicht, sag mir, was ich tun soll. Soll ich halten? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wir müssen noch einmal aufdrehen, wir müssen noch einmal aufdrehen. Es sind so viele Geräusche, Junge. Ich werde gleich gejumpscared, wenn ich weiter aufdrehe. Wenn ich jetzt weiter aufdrehe, werde ich getötet. Ich hätte fast Foxy vergessen. Sei rum! Sei rum! Du blöde Bitch! Oh! Oh! Shake weights! Shake weights! Shake weights! Warte, ich glaube, ich muss das sehen, ne? Ah, ich kann mich umsehen. Hi. Was soll das sein? Alles klar. Bravo für dieses filmtechnische Meisterwerk. Ist toll, wunderbar. Ich habe nach 3 geschafft. Also High Five für mich. 3, 2, 1. Wunderbar. Wir sehen uns am nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Mr. Hello, Hello, führt das Let's Play für mich? Oh, hello. Hey there, night 4. I told you to get the hang of it. Okay, so just to update you, there's been somewhat of an investigation going on. We may end up having to close for a few days. I don't know. Was? Wie schnell geht das denn jetzt? Was? Habt ihr gesehen, wie schnell das runtergeht? Ich wollte gehen, aber... Jungs, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal.
Wenn es wieder heißt, ich möchte dem Moderator gern zuhören, um ein paar Tipps zu bekommen, aber ich kann nicht, weil das Spiel sofort völlig eskaliert. Die Interaktion mit den Kindern ist super. Ja, toll. Klingt halt auch gar nicht zweideutig, mein lieber Bär. Mein lieb... Wer ist das? Ist das Mandy, der Drogendealer? Oder wie hieß der? Mangli Doodle? In meiner Nudel? Shizzery Bang? Ich spiele in Tekken gern mit Wang. Das war gelogen. Am I doing good? Am I winning? I really don't think I'm winning. I feel like I'm missing something here. Hört ihr das? Ach, da bist du. Hey Junge, alles kein Problem. Du bist einfach wieder aufgetaucht, kein Problem. Das heißt, der chillt sich jetzt ebenfalls durch die... Ich überschlag schon wieder ein Bein. Großer Fehler, Junge. Großer Fehler. Es eskaliert. Was da los? Ich bin ja halt auch krank. No. Fuck you, Balloon Boy. Komm zu Papa. Ich krieg gleich Durchfall bei dir. Das ist einfach eiskalt durch. Lass mir doch vorne so einen kleinen Scheiß, den ich sagen, was ich zu tun habe, was ich nicht zu tun habe. Verpiss dich!